So, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Infovideo für euch. Das wird vor allem mal wieder andere Leute freuen, nämlich die Switch-Spieler. Grüße gehen da raus schon mal an Luca. Der wird sich den Skin mit hoher Wahrscheinlichkeit holen wollen. Oder zumindest die Tarnung. Wir gehen auch ganz kurz direkt auf die ganzen Informationen ein, die mir jetzt bekannt sind. Also mehr weiß ich halt persönlich jetzt auch nicht. Nämlich der dritte Switch Cup kommt. Das ist auch der Skin, der dann auch im Thumbnail drin war. Aber so, sie wird halt hier dargestellt. Aber auf dem Thumbnail sieht man ja wieder, wie er letztendlich aussieht. So, kurz und knapp. Das Ganze findet am 9. März statt. Oder? Zur Zellen switchen? Genau, am 9. März. So, was müsst ihr dafür machen? Es ist ganz simpel. Ihr müsst auf jeden Fall schon mal, wie ihr hier seht, die 2FA aktiviert haben, weil sonst geht gar nichts, weil sonst kann Epic Games euch nicht in, sag schon, den Skin schicken. Und ihr müsst halt mindestens Level 30 sein, aber das Konto-Level. Darauf kann ich auch nochmal direkt eingehen. Konto-Level findet ihr. Ja, jetzt wird's lustig. Wo steht Abrakiere? Hier oben rechts. Hier oben rechts seht ihr das Konto-Level. Ja, ist 1067, aber es gibt halt auch immer noch Leute, die halt ganz früh anfangen, aber ihr werdet so schnell leveln, ihr glaubt es gar nicht. So, jetzt nochmal ganz kurz, was die Informationen sind. Am 9. März beginnt das Ganze. Ihr bekommt schon eine Lackierung, wenn ihr mindestens 8 Punkte erreicht. 8 Punkte. Also das sollte eigentlich jeder hinkriegen in 10 Runden. Ich denke mal, das wird jeder schaffen, weil wir können mal gerade auf die Punkte gehen. Ab 75 gibt es schon den ersten Punkt. Das heißt, wenn ihr in 10 Runden 10, nur 8 mal mindestens 74. werdet oder 75., dann habt ihr schon die 8 Punkte. Also ich denke mal, das dürfte jeder schaffen. So, was gibt es noch? Es findet halt, wie gesagt, im Solo statt. Man muss die 2FA haben, mindestens Konto Level 30. Dann mal gerade gucken, was die normalen offiziellen Regeln sind. Ja gut, das ist erst. Wer liest sich das durch? Jetzt mal ohne Quatsch, hat sich das jemals jemand durchgelesen? Also ich nicht. Ah, doch, hier steht's. Der erste bis 700, also wie gesagt, das Feld ist halt weltweit, aber Europa. Erster bis 700 kriegt das Rückenaccessoire plus den Skin. Also man muss bis unter die besten 700 kommen. Lol. Luca, ich wünsche dir dann viel Spaß bei dem Turnier. Weil gefühlt hat auch jeder PlayStation-PC-Spieler eine Switch zu Hause, so wie ich auch. Nur die ist halt auf meinen Sohn angemeldet und man kann, warum auch immer, nur einen Account drauf anmelden. Also, wie gesagt, man muss unter die besten 700 kommen. Das ist natürlich eine Hausnummer. Also 700, uiuiui. Aber das war schon mal auf jeden Fall eine Information, die ich selber noch nicht wusste, weil das Wort, glaube ich, bei kaum einem erwähnt. Weil ich habe mir zwei, drei Videos angeguckt, aber da war nur Gequatsche. Dann solltest du mindestens 13 Jahre alt sein. Ja, gut, aber ich sage ganz ehrlich, da gucken, die hört jetzt am besten gerade nicht hin. Die gucken eh nicht danach. Safe Call. Ihr habt mitgemacht, bekommt den Skin fertig. Wetten? So, was haben wir noch? Da, ja, Level 130. Modus ist Solo. Aber ich denke mal wirklich, die wichtigste Information ist, dass ihr unter die besten 700 Leute kommen müsst. Und damit würde ich schon sagen, die besten 700 Leute aus ganz Europa. Ihr wisst ja, wie groß Europa ist, ne? Und da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ich würde dann mal behaupten, gefühlt, ohne abgehoben zu sein, ich glaube, jeder kriegt auf der Switch nur die Tarnung. Weil unter die besten 700 zu kommen, ich glaube, das schafft keiner. Das werden dann wieder irgendwelche E-Sportler sein, hast du nicht gesehen, die dann mit dem Skin angeben, der dann wahrscheinlich in, keine Ahnung, ein paar Wochen eh im Shop vorkommt. Aber ganz ehrlich, nachdem ich das jetzt gelesen habe, muss ich euch sagen, lasst es. Unter die besten 700, ihr werdet es nicht schaffen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem kleinen Infovideo. Wenn ich dir mit weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen.
Und guck auch gerne in den Livestreams vorbei. Ich werde wahrscheinlich, ja doch, heute werde ich definitiv noch einen Livestream machen. Wir fangen, denke ich mal, dann erstmal an mit Rette die Welt. Und dann gehen wir ganz entspannt in die Custom Games rein und gucken dann erstmal. Also ich sag mal so, die Custom Games, denke ich mal so, 18 Uhr dürften die ungefähr losgehen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Infovideo. In dem Sinne, haut rein.